Hallöchen Leute, Freitag, 3. Juli und ich gebe mal ein kurzes Update zum Swimmingpool. Heute wurde begonnen, die Platten für den Randstein zu verlegen. Und dann kommen die Fliesen an die Reihe, womit die Terrasse ausgelegt wird. Später möchte ich euch dann noch den Außenbezirk zeigen, in dem Emerald Hill wohin liegt. Und momentan bin ich auf dem Weg zu einem Haus, das zum Verkauf ansteht, damit ihr mal so eine Vorstellung bekommt, was ein Haus hier kostet. Das Haus steht zum Verkauf und soll inklusive dem Swimmingpool da hinten 3,5 Millionen Watt kosten. Also er ist wirklich ein Allround-Handwerker, sieht man selten in Thailand. Fliesen verlegen, den Pool mit seiner Frau oder wem auch immer alleine zurechtgemacht. Und das alles äußerst korrekt. Das Haus fiel an die Bank zurück, weil der Vorbesitzer seinen Verpflichtungen nicht nachkam, seinen Zahlungsverpflichtungen. Und die Bank verlangt 2,5 Millionen für das Haus. Und der Bursche klaute mir letzte Nacht einen Schuh und legte den hier vorne ab. Den durfte ich mir dann heute Morgen zurückholen. Zum Glück war der nicht kaputt, nur der Schuhriemen war angeknabbert. Und wir spazieren mal über diese Sträßchen hier Richtung Hua Hin. Aber nicht bis Hua Hin rein, das wäre man dann doch zu weit. Und mal abwarten, wie lange die Batterie mitmacht. Die neue Kamera zieht die Batterien unheimlich schnell leer. Da rechts soll scheinbar neu gebaut werden. Bist du ruhig? Die sind mit Fressen beschäftigt. Da gegenüber wird wohl Gemüse angebaut. Buena Vista Poolvilla. Fragt sich, wo die ist. Dann kommt auf der Strecke oft ein Stück relativ schlecht bebauter Fläche. Oder wenig bebauter Fläche. Da steht auch kein Haus drauf. Nur im Auto rum. Da kommt dann mal wieder ein Haus und bis in die Kurve ran tut sich dann wieder gar nichts. Größtenteils befinden sich hier Ressorts, mittendrin aber auch manchmal so ein Thai-Häuschen. Den Baustil von dem grauen Haus sieht man jetzt immer öfter, so etwas moderner. Eine kleine Sackgasse, in der sich auch Häuser befinden. Ja. Außerhalb der Ressorts gibt es auch einige schmucke Häuser, da auch noch ein Swimmingpool vorhanden. Und da steht noch so ein Riesending. Aber es gibt auch noch viel unbebautes Land in der Gegend. Was mir auf der Fahrt nach Hua Hin auch auffiel, ist, dass sehr viel Brachland mit Bananenstauden bepflanzt wird oder mit irgendwelchen Palmenarten. Hier auch wieder. Kann ja kein großartiges Geld abwerfen. Hier rechts geht es übrigens zu der Geisterstadt in Anführungszeichen.
Das Restaurant ist üblicherweise sehr gut besucht. Und ab hier wird das dann etwas belebter, je weiter man nach Hua Hin kommt. Wir wollen zu dem kleinen Café, wo wir schon mal gegessen haben, wo wir auch schon mal mit Bernd waren. Ich schätze mal, er ist einen Kilometer von Emerald entfernt. An diese Hams muss man sich hier gewöhnen. Davon gibt es jede Menge. Dieses Yaro N Café ist sehr gut besucht. Hier ist noch eine Unterkunft, irgendwie ein Hotel oder wie auch immer. Der Außenbereich des Cafés. Da könnt ihr euch mit Trinkwasser eindecken und Wäsche waschen. Und so ein kleiner Shop ist auch in der Nähe. Ihr seht, ist alles sehr ruhig hier. Gegenüber ist auch noch ein Restaurant. Ich hoffe, man kann ein bisschen erkennen. Der hat schöne Papageien. Tolle Farben. Der andere hat sich versteckt. Beim letzten Mal haben sie mit mir gesprochen. Put, mein Put. Kiki kaputt? Nee, heute zu faul. Naja, entweder ein Geier oder ein Wellensittich, oder? Ein Zitronenfalter. Der will picken. Und da ist noch ein Papagei. So ein Zwergpapagei oder so. Schön. Erdbeertorte oder Käsekuchentorte mit zwei Gabeln. Mal sehen, ob es hier wirklich ein Hotel gibt, wie Karl behauptet. Da werden Autos gewaschen. 66 Café Hua Hin. Alles nur Dekorate. Kein Café. Ani Lolem Koi? Das soll ein Hotel sein. Ja, kann man immer wieder sagen, hier stehen ein paar schöne Hütten rum. Sieht aus wie ein Hotel. Ist ein Hotel. Oh, schönes Moped. Oder besser gesagt, schöne Koffer. Noch nie gesehen. Also,
kleine Korrektur mal wieder. Das Ganze ist kein Hotel, sondern eine Kondoanlage. Wird nur auf Monatsbasis vermietet. Sieht aber schön aus. Ja. Bin mal gespannt, was ein Zimmer kostet hier pro Monat. Ja, sogar mit Aufzug. Alles super sauber und gibt große und kleine Zimmer. Oh, guck mal hier. Also das ist ein kleines Zimmer hier, wie mir gerade gesagt wurde. Mit dem schönen großen Balkon. Also schön. Alles nagelneu, Aircon und so. Klasse. Gekocht werden darf nur mit Elektroplatte. Kai fragt da gerade mal nach, was die im Monat kosten. Oder die gute Frau ruft da irgendwo an, um eine Erfahrung zu bringen, was sie kosten. Sieht nicht übel aus hier. Das Zimmer hier kostet 6.500 pro Monat plus Nebenkosten. Also ich finde preiswert für die Größe, denke ich mal. Und das ist das große Zimmer? Und das kostet 7.500 Baht plus Nebenkosten. Balkon ist etwas kleiner. Ich hätte euch ja gerne noch etwas mehr von dem Außenbezirk gezeigt. Aber es kam, wie es kommen musste. Es fing an zu regnen und wird wohl auch jetzt wieder losgehen. Wir waren circa 2 Stunden unterwegs und der Arbeiter ist heute so weit gekommen mit den Randplatten. Das wird wohl morgen dann fertiggestellt werden. Das war dann vorerst das letzte Update vom Swimmingpool. Morgen geht es wieder nach Hause nach Pacho ab. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.